geht's auf dieser miesen Wiese hier zum Paradies. Wer ist das? Wer sind Sie, Mensch? Das ist doch kein Mensch! Das ist mein Papi! Ein großartiger Mensch! Das ist prima! Hey! Hat mich niemand angerufen? Nein! Soll ich später nochmal anrufen? Ich habe ein fulminantes Entree gehabt. Und einen brutalen Success. Hula-hula! Papi! Hula-hula! Herr Papi! Hula! Schon wieder habe ich Success. Hula-hula. Hula-hula. Herr Bumbul? Herr Bumbul, Bumbul! Herr Bumbul, Bumbul, Bumbul! Geben Sie mir die Lulu. Nein! Warum? Weil du sie dann hast. Warum soll ich sie nicht hassen? Nur über meinen Schleichnam. Warum? Ist doch ein Hans Wurscht. Schau ihn doch nur an. Ich kann nicht der Herr Direktor werden. Endlich hast du es eingesehen. Du hast noch eine Minute, August. Du wirst bestimmt noch etwas kommen. Hat mich niemand angerufen? Nein. So spät und noch mal anrufen. Ah. Jetzt habe ich Success. Hula, hula. Herr Bumbul, Bumbul, Bumbul. Die Lulu ist keine Jungfrau mehr. Dass mir das nicht wieder vorkommt. Was? Du bist keine Jungfrau mehr. Nein, ich bin älter geworden. Ha! Und wer hat dich geältert? Er! Entschuldigung! Warum? Wer ist das? Sie kennen ihn doch schon. Den? Den habe ich schon längst wieder vergessen. Das ist August, August, August! Ich freue mich, dass Sie die Ehre haben. Ich bin Bumbul, Bumbul, Bumbul. Was hat er? Angst! Angst! Das kann ich auch. Aber er hat Angst vor Ihnen. Warum? Weil er Ihre Tochter verführt hat. Wieso? Sie ist noch da. Aber sie ist keine Jungfrau mehr. Ach, mein Gedächtnis. Hula, hula! Und schon wieder habe ich Success.
Laura! Weißt du, was dich erwartet? Weiß ich! Also, was erwartet dich? Weiß ich nicht. Dreimal darfst du ran. Sie erwürgen mich. Kalt. Sie erfrieren mich. Wärmer. Sie verbrennen mich. Was würde dir so passen? Und das würde mir gar nicht so passen. Du wirst sie ganz brutal heiraten. Aber ich will sie doch heiraten. Herr Ungol, Sie wollten ihn doch umbringen. Ja, aber wer nimmt sie dann? Ich. Entweder du bist des Todes oder ihr Bräutigam. Und ich bin dann seine Bräutigamlerin. Das wird prima. Weil ich kein Kind habe. Ich habe eins. Ich gebe es dir. Ehrlich? Ehrlich. Ach, Sie sind so nett, Herr Bumbul Bumbul. Das vergesse ich Ihnen nie. Dann gib mir deine Uhr. Warum? Damit du es mir nie vergisst. Jedes Mal, wenn du nachschauen willst, wie spät es ist, wirst du dich erinnern. Ja, aber ich habe doch nur eine. Ich habe auch nur eine. Und wonach soll ich mich dann richten? Natürlich nach mir. Also schön. Dann bringen Sie mir das Kind. Ich habe es hier. Okay, dann geben Sie es mir. Gib mir zuerst eine Uhr. Warum? Ja, damit ich sehen kann, ob sie geht. Woher soll ich wissen, ob das Kind geht? Das ist Vertrauenssache. Kann doch kein Kind wie Korb kaufen. Besser ein Kind im Korb, als Pferd auf dem Dach. Hula hula! Gut. Dann aber Hand auf Hand. Hand auf Hand. Herr Bumbulbumbul und das Kind? Ach, mein Gedächtnis. Hula, hepp! Mein Gemalter! Aber das ist doch Lulu. Das ist mein Kind.
wohl? Das haben Sie mir schon mal gegeben. Dann nehmen Sie zum zweiten Mal. Mir kommt das auf ein Kind mehr oder weniger nicht an. Aber ich muss mir doch ein eigenes Kind erreichen. Das hier, das ist doch schon meine Bemalene. Dein Pech. Warum heulst du, August? Ich kann nie der Herr Direktor werden. Klar nicht. Weißt du wirklich nicht, wie man sich ein Kind erreichert? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Sie weiß es? Das weiß doch jedes Kind. Na dann sag's mir doch. Ich genier mich. Dann sagen Sie es mir, Herr Bumbul-Bumbul. Herr Radiator, was gibt's denn schon wieder, August? Herr Radiator,
Woran erkennt man, ob das Kind fertig ist? Ja, es fängt an zu schreien. Hörst du was? Nein. Und wenn es stumm ist? Mein Kind. Warum schreit es dann nicht? Oh, es ist stumm. Schrei nicht, vielleicht hast du es ja noch gar nicht. Ich hab's. Das Kind! Nein, einen Einfall. Du? Ihr müsst es erschrecken. Warum? Wenn ihr es erschreckt, erschrickt's und schreit. Das ist prima. Was hast du? Angst. Du Waschlapp! Wie willst du ein Kind kriegen, wenn du Angst hast? Kneif die Ohren zu und verstopf dir die Augen. Achtung! Jetzt wird wieder erschreckt. Eins und zwei und noch eins ist... Was ist das? Herr Direktor, er ist schon fix und fertig. Wer ist das? Das ist im August, 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 sein August. Das ist Quatsch. Woher habt ihr diesen Hampelmann? Das ist kein Hampelmann, das ist mein Hampelkind. Das ist mein Hampelsuccess. Laura. Ich hab ihn angeschafft. Ich hab ihn angeschreckt. Ruhe, wie kannst du mir das beweisen, August? So. Herr Direktor, kann man zum Herrn Direktor August sagen? Das kann man nicht. Und Herr Direktor, kann man zum August Herr Direktor sagen? Das kann man. Aha, na dann danke ich Ihnen schön, Herr Direktor. Das ist prima. Hey. 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 Ganz der Papi. Ganz der Papi. Er hat doch schon die zweite Bedingung erfüllt. Ich kann zählen. Herr Direktor, jetzt kann ich schon der Herr Direktor werden. Dazu musst du noch eine dritte Bedingung erfüllen, August. Ja, aber rasch. Ich bin schon ganz abgewartet. Nein, nein. Boah, ich habe es gar keinen Sinn, dass du sie erfüllst. Herr, warum? Du kannst nicht der Herr Direktor werden, solange Herr Bumbul noch lebt. Warum? Zuerst die Eltern, dann die Kinder. So will es der Zirkus brauchen. Das ist ein kolgenialer Einfall, Herr Direktor. Hula hula! Ich bin der Älter. So will es mein Zirkus brauchen. Und schon wieder habe ich Success. Hula hula! Ho! Herr Bumbul Bumbul, Sie wollen meine abgeweißten Lizipane frisieren? Fällt mir gar nicht ein, ich habe Angst vor dir. Ja, warum wollen Sie dann der Herr Direktor werden? Will ich ja gar nicht. Herr Direktor, er will ja gar nicht. Ich will nicht, aber ich kann. Ach, warum wollen Sie können, Herr Bumbul? Damit du nicht kannst, hula hula. Kann man nicht machen, August. Du musst warten. Herr Bumbul. Bitte, wann hören Sie auf zu reden? Ich fang erst an. Mich wird's noch lange gehen. Hula hula. Hat mich schon jemand angerufen? Nein, soll später noch mal anrufen. Ah. Machst du das? Denk mal, denkst du selber mal. Hula hula! Hier, Bumbul, Bumbul, Bumbul! Warum schreien Sie so, Herr Bumbul? Psst, ich werde gerade angerufen. Hula! Fein, darauf gehe ich ein. Wohin so eilig, Herr Bumbul? Herr Stammmeister. Führt dieses Kabel da nicht direkt ins Paradies? Ja, schnurstracks. Also das stimmt. Da, 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 da. Und wie schaut es aus im Paradies? Wie in einem riesigen Chateau. Also das stimmt. Und kommt auch Publikum ins Paradies? Die Leute schlagen sich tot, um hineinzukommen.
Also das stimmt. Jetzt hau ihn. Jojo, warum interessieren Sie sich so für das Paradies, Herr Bumbul? Man hat mir doch soeben ein Engagement angeboten. Gefällt es Ihnen wirklich, Herr Bumbul? Dieser August geht mir auf die Nerven. Seinetwegen kann ich keinen richtig brutalen Success haben. Aber warum denn, Herr Bumbul? Er ist doch ein ganz Wursch. Schauen Sie ihn doch nur an. Ich habe den Eindruck, dass Sie ihm ähnlich sind, Herr Bumbul. Ich ihm? Er mir? Ich bin niemandem ähnlich. Ich bin unendlich unendlich. Hau ihn. Was? Hau ihn. Hauen sollst du ihn. Ich weiß. Er weiß. Er wird nicht nachfertig. Also dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise, Herr Bumbul. In Paradein werde ich der allergrößte Success sein. Hau ihn schon. Ich kann nicht. Warum? Auf seinem Kopf sitzt eine Fliege. Oh. Was macht die da? Sie schaut mich direkt an. Hey. Also los, unsere Glanznummer wartet. Schlagartig bin ich oben, Herr Stallmeister. Auf diesen Schlag warten wir gerade, Herrn Bumbul. Jetzt fangt sie doch weg. Ich kann nicht. Warum? Sie ist eingeschlummert. Oh. Ich nehme einen brutalen Anlauf. Wirbel!